iPadblog.de. Wir sind die Community. Ja, top. iPadblog.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoepisode des iPadblog.de mit mir, dem Alexander Füller. Guten Tag. Ich vergleiche heute mal das neue iPad 2 zu dem alten iPad 1. Und zwar wollen wir heute den Browser Speed erstmal vergleichen in dieser Episode. Um überhaupt gleiche Bedingungen zu schaffen, habe ich Folgendes vorgenommen. In den Bereich Einstellungen wurden auf beiden Geräten unter der Rubrik Safari den Verlauf, die Cookies und der Cache gelöscht. Wir befinden uns in einem gleichen WLAN-Netzwerk. Was vielleicht auffällt, ist erstmal, das iPad 2 hat einen Balken weniger Empfang, was angezeigt wird, und das iPad 1 hat noch vollen WLAN-Empfang. Das sollte uns jetzt aber erstmal nicht trügen. Ich gehe jetzt mal auf beide Geräte. Wie man sieht, ist vorab die Seite von Apple geöffnet, mit dem neuen iPad 2 als Preview. Ich werde nun für beide Devices unsere Internetseite des iPad-Blogs kurz eingeben. Wir sehen auch schon, da oben erscheint gleich der iPad-Blog. Zeitgleich auf Öffnen gehen und werde mich dann mit der Kamera etwas entfernen. Auf 3 geht's los. 1, 2, 3. Wie wir sehen können, das iPad 2 ist ein wenig schneller als das iPad 1, ist fertig mit Laden. Das iPad 1 lädt immer noch. Der Statusbalken ist immer noch nicht zu Ende. Jetzt ist es fertig. Also, das mal am Beispiel von unserem Blog. Jetzt werde ich mal eine weitere Seite nehmen, die viel Content in sich hat. Wir greifen darauf einfach mal auf die 9to5. Mac.com Seite zurück. Und drücken wieder zeitgleich auf Öffnen. Wir sehen, das iPad 2 ist deutlich schneller wieder, was das Laden von Bildern und Objekten anbetrifft. Der Right Frame ist geladen, das iPad 1 zieht nach. Header und Werbung kommen jetzt erst beim iPad 1. So, beide Geräte sind fertig. iPadblog.de. Beginn der entscheidenden Technologie.